Servus Leute, willkommen in Frankfurt. Samstag, Hammer. Und hallo. Die Steffi haben wir auch dabei, oder vielmehr die haben mich dabei. Ja, ich so. Und der Martin, juhu. Ja, wir sind jetzt gerade in Skyline. Ja, es ist Skyline Plaza Parkhaus hier angekommen und wir warten auf die Büchernixen. Ja, ich hoffe, die werden hier gleich mal reindüsen. Da. Ja, und dann sehen wir uns wieder. Ja. Ja, Leute, mittlerweile sind die Cornells auch angekommen. Ja. Und ja, auf geht's Richtung Messe. Für die unter euch, die nicht wissen, was ein End ist, das hier ist ein End. Aber Bäume können sich warten. Zum Beispiel, wenn ein Käfer angreift, warnt der Baum, der das erste merkt, dass alle anderen, die können dann entsprechend schon was machen. Das ist wirklich eine ganz besondere Freude, dass wir heute hier gestanden sind. Das sind diese wundervolle Uhren gezeichnet. Hallo! Hallo! So, ein Teil der Truppe haben wir wieder gefunden. Und ja, jetzt schauen wir, wo es uns so weiter so hintreibt. Ja, wir standen am Bahnschalter, weil unser Zug halt irgendwie nicht gefahren, nicht gehalten hätte hier. Und dann standen wir so an, kam so eine alte Frau, ich darf mich ja vorne hinstellen, ich bin ja gleich fertig, läuft zum Schalter. Ja, nur so. Was? Ja, aber natürlich. What? Gerne doch. Oh, da ist Essen drin. Ja, natürlich ist da Essen drin. Oh, das ist lecker. Ja. Weiß. Wir können dem Papa gar nichts, ne? Oh. Ich habe aber das Geld, also wenn wir später was zum Essen wollen, ne? Oder selber zahlen. Richtig. Den Tee ist natürlich auch mal. Hätten wir dir wieder Tee mitbringen sollen, oder was? Hätten wir dir wieder Tee mitbringen sollen. Das war letztes Jahr Frankfurt, oder? War letztes Jahr Frankfurt. Ja, die gab es dann nicht mehr. Kurz darauf gab es die bei uns auch. Aber ich hatte ja einen Koffer. Ein Koffer voll Tee gehabt. Ich bin den Koffer voll Tee zurückgekommen. Wir haben jetzt Menschen gefunden, die wir kennen. Das ist auch der Gerd. Den haben wir vorhin schon gesehen. Der ist mit uns hierher gelaufen. Und es ist ganz praktisch, wenn jemand so Großes mit dabei ist. Ja, so als Flug. Genau. Die Menschenmassen. Ja, das braucht man. Heute auch wirklich. Gestern war es ja noch so schön angenehm und auch vorhin noch, als wir rein durften, aber jetzt ist irgendwie sehr voll. Gerade sind wir beim Trümmerknauer-Stand. Ja, da hinten da treibt sich gerade der Herr Fitzek rum, der Füller-Bestseller-Autor. Dem erkläre ich, wer der Fitzek ist. Ja. Den sehen wir demnächst noch bei der Nini auf der Bühne. Da gehen wir nämlich nachher auch noch hin. Genau mittags. Und ja, jetzt schauen wir mal, was so noch so abgeht hier, wenn wir hier noch so an Autoren begegnen können. Wir hoffen ja, dass wir den Markus Heitz hier noch treffen. Ja, wenn wir sehen. Einen guten. Hm.
Mittlerweile sind die ersten Autoren da. Ja, der Fitzek ist bisher noch nicht da. Das Privileg des Stars, ne, dass er zu spät kommen darf. Und ich spreche nicht zu schnell. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Janine, ich habe einen YouTube-Kanal über Bücher. Ich heiße The Empire of Books, das könnt ihr da im Idealfall jetzt auch sehen. Und ich würde sagen, ihr stellt euch auch einfach mal kurz vor für alle, die euch noch nicht kennen. Jetzt soll ich anfangen. Ja. Also, mein Name ist Rainer Weckwert, ich bin Kinder- und Jugendbuchautor. Und neben mir sitzt Sebastian Witzek und ich schreibe Psychothriller. Ich bin Kelly Morgen und ich habe einen Fantasy-Roman geschrieben und bin gleichzeitig auch Bloggerin. Und ich habe einen Fantasy-Roman meiner Frau zu Ende geschrieben. Ja, und ich bin Rainer Löffler, ich schreibe Psychothriller, da geht es eigentlich um Serienmörder. Wie ich gerade festgestellt habe, Rainer Weckler, der wohnt vielleicht 30 Kilometer von meinem entfernt. Und wir kennen uns noch gar nicht, das ist erstaunlich. Die gleiche Vorname haben wir noch. Wir werden uns wiedersehen. Ihr solltet auf jeden Fall im Anschluss vielleicht Nummern austauschen oder so. ja, danke, dass ihr euch kurz vorgestellt habt. Ja, ihr seht, es ist eine bunte Mischung. Es ist Krimi, Thriller, Fantasy, alles dabei. Komm, Fifi. Ja, die Mini ist hier fett in einem Interview und ich denke, das genauere Interview könnt ihr bei ihr auf ihrem Kanal anschauen. Das ist, glaube ich, besser. Die macht es schon, die macht es sehr gut. Und ja, in dem Sinn, bei Empire of the Books, bei der Mini, wenn ihr das Interview in voller Länge sehen wollt. Ja, wir sind hier in der Nähe vom Löwestand und das hier ist die Schlange für Ursula Poznanski. Die liest gerade noch im Lesezelt und in Kürze, ja, ist hier Signierstunde. Die Schlange, Ursula, die ist fast so lang, nee, nicht ganz, aber also an Kerstin Gier kommt es noch nicht ganz ran. Werden wir morgen wieder sehen, aber das ist doch ganz schön imposant, will ich meinen. Guck mal. Ja, also schon einiges. Ja, Leute, ich bin jetzt mal wieder bei der, ich nenne es mal einfach so, Random House Welt, denn hier ist ja um uns nur Random House, alle Einzelverlage von Random House, und das ist ja unfassbar, was es hier geboten gibt. Finde ich das mit Abstand die coolste Verlagsgruppe irgendwie. Auch die ganze Aufmachung hier auf der Messe ist irgendwie mit Abstand am schönsten, am coolsten und ja, hat einfach was. Und es gibt natürlich auch unheimlich tolle Bücher, die
diese Verlagsgruppe verlegt und ihre einzelnen Verlage. Aber jetzt marschieren wir erstmal zu Books on Demand, denn da treffe ich hoffentlich endlich die Laura Newman. Und hier von Das Bücherregal, das ist übrigens der Papa, davon rennt. Ich habe sie entdeckt, da hinten ist sie nämlich, die wunderbare Laura Newman, hat sich dahin versteckt und ja. Ja, und ihr wisst ja, das ist einer der Hauptattraktionen für mich auf der Buchmesse, immer die Laura zu treffen. Und, das ist so, was da auch geht. Ja, da ist halt immer chaotisch, da fällt das nicht so auf. Weil wir haben ja so das Prinzip in dieser Film, das ist ja ein Gartengrundstück, das soll ja richtig schön aussehen. Das heißt, es wächst überall, es ist schon mal alles. Und wenn ich dann da einziehe in unser kleines Haus, dann ist da das totale Chaos. Aber das ist okay, also da ist es okay. Aber zu Hause, wo man wohnt, muss man in einen Raum kommen und sich sofort wohlfühlen. Und wenn man das nicht kann, dann kann man da auch nichts Kreatives leisten.
stand dann auf Bücherstapel. Das ist eine Lösung. Und im Sitzen ist es und du lebst auch noch. Ja. Mein Vater meint schon, dass er dich mal getroffen hat. Ja, genau. Da irgendwo sind wir uns entgegen. So, den kenne ich. Ja, ich bin überfordert von meinem Leben. Sehr gut. Wenn wir uns sehen, zwinge ich sie, über ihr Buch zu sprechen. Jetzt dein aber, Auftritt. Jetzt aber. So, ja, ich schreibe unter dem Pseudonym Quake Summer und Claudia, die Prophezeiung des Schwertes, ist mein erstes Buch, das ist im Taktrimmer Verlag erschienen am 15. September, überall als E-Book und ja, Taschenbuch erhältlich und ist eine High-Fantasy-Geschichte. Es geht um meine Protagonistin Ai und die macht sich im Prinzip wegen eines, einer Schwertkette, die sie umhat und wo sie das gleiche Bild auf einer Schriftrolle mit Elfenruhen findet, macht sich auf der Suche nach ihrer Vergangenheit und ihrer Bestimmung und ja, das ist die schlechteste Zusammenfassung ever, aber ihr könnt euch gerne den Klapptext durchlesen, der ist wesentlich besser. Und ja, wenn ihr das kauft, ist toll. Wenn ihr das kauft, könnt ihr das auch signiert bekommen beim Verlag, logischerweise. Und ich würde mich sehr freuen. Buch kostet übrigens 14,90 Euro und ich fange es gerade an zu lesen mit meinem 18% von E-Book und es ist toll. Es ist wirklich toll. Ja, ihr könnt doch direkt über den Verlag bestellen, dann hat der Verlag auch was davon. Und der Verlag ist nämlich noch sehr klein. Ja, das bin ich in meinem Buch. Ja, und die wurden nicht gezwungen, das zu sagen, ohne Witz. Das ist ganz freiwillig. Die Autorin hat das es tut mir leid. Die Autorin wurde gezwungen, was zu sagen. Ja, die Autorin wurde gezwungen, was zu sagen. Von dem her, ja, in diesem Sinne. So Leute, jetzt ist auch endlich mal die Nini da, Empire of the Books. Und ja. Schickes Kleid. Wie auch immer, ich freue mich ja über alle Maße, dass wir hier sind, weil ich kleiner Fanboy und so. Ich glaube, dass ich Hallo sagen können. Das war total nett. Juhu! Ich denke, Leute, wir haben hier ein richtig cooles Namenszusammentreffungsgedöns und so. Wisst schon? Oh ja.
Die Bücherliebe, die kennt ihr ja. Aber hier haben wir die Seitenbieten. Seitenbieten. Genau. Also unbedingt auf YouTube und Seitenbieten suchen. Und falls ihr so doof seid und habt die beiden Mädels noch nicht abonniert, die Bücherliebe. Ja, ganz viele Diebe abonnieren, das ist immer gut. Supi. Ja, Steffis kleine Bücherexpress. Das ist die schlechtere Hälfte dazu. Jene. Und auch abonnieren. Also, die gerade so grantig schauen. Die müsst ihr abonnieren. Ja, ich auch. Hallo, also. Das haben wir schon. Ich soll jetzt einfach überall die Namen so drunter schreiben. Das weiß ja keiner, wer das ist. Ja, das kennt keiner. Uns kennt oder nur mal, wir uns einfach durch. Ich bin eins. Hey! Wer hat meine Aufschrift gewonnen? Sie hat mir die Aufschrift reingegeben. Ich habe ihr Fuß gegeben. Ja. Leute, gerade sehe ich, die Annika Bühnemann hat sich noch zu uns gesellt. Die hat nicht nur einfach nur so zugenommen werdende Mutter. Ne? Und man sieht. Und da hinten, ja, da sehe ich auch noch einen Blogger, Hennis. Ich muss da gleich mal rübergehen. Aber ansonsten sind alle weg. Ja, Ingmar. Du musst mal Hallo sagen. Ich war Laura Newman vorhin schon gesehen, aber ich konnte auch nicht Hallo sagen. Ja. Hallo. Ja, wir sind jetzt mittlerweile ein bisschen weniger geworden, aber ja, das Who ist immer noch da. Und von dem her, ja, ich meine, der Tag klingt ja eh so langsam aus, glaube ich. Mal schauen. Und ihr werdet es ja sehen. Also einfach Facebook, Autorenseite, ja, aber der macht ja auch eine eigene Seite, postet immer mal so Schnipsel, neue Gewinnspiele gibt es sehr viele. Also, könnt ihr auch gerne teilnehmen, würde mich freuen. Und dann einfach Bescheid sagen. Okay, jetzt ein Infolog. Das erste ist ein Sammelband. Ich bin Marina Debart, bin die Autorin von Jamil. Ja, deswegen und ja, ich wollte euch gerade kurz erzählen, worum es in dem Fall geht. Ich bin gespannt. Und zwar werden Jamil und seine Familie und einige andere aus ihrer Heimat vertrieben. Die wird zerstört und sie sind im Endeffekt Flüchtlinge. Und landen nach einem Sturm an der fremden Küste und siedeln dort. Ja. Und ja, dort gibt es mal bereits Einwohner. Und so kommt es dann zum Konflikt mit den dort Lebenden. Und es geht sehr schnell darum, dass Vorurteile in den Raum geworfen werden. Und Jamil ist derjenige, der sagt, Moment, lass uns doch erstmal mit denen reden und sie fragen, was sie von uns wollen und ob sie uns überhaupt feindlich gesinnt sind. Und ja, dafür bekommt er ziemliche Schwierigkeiten, denn das will keiner hören. Und ja, deswegen wird er mit einem Dämon und einem Geist konfrontiert und die beiden Seiten, also diese feurige böse Seite und die heilende gute Seite, kämpfen dann um seine Seele. Und darum geht es in dem Buch. Und deswegen ist es auch, ich kann es ja mal zeigen, dieses Doppelcover, deswegen, weil beide Seiten in ihm so ein bisschen hin und her wechseln. Und deswegen habe ich das doppelte Cover gemacht. Wir haben ein altes Cover, ist nicht gleich. Danke. Danke euch. Ich gebe eine hier weiter. Ja, und weil es einfach irgendwie dazugehört, machen wir ganz kurz noch eine Roomtour. Wir sind jetzt wieder von der Messe im Hotel. Hier die Tür, hier das Bad. Und hier das kleine Zimmer. Ja. Ja,
Gepäck. Und hier die Aussicht. Die S-Bahn. Und ja, das war schon das kleine Zimmer im Hotel Meiningen. Gleich bei der Messe. So Leute, jetzt gehen wir zum gemütlichen Teil des Tages über. Jetzt sind wir hier im Restaurant gleich neben der Messe. Und ja. Einmal aufrücken. Einmal aufrücken. Ja, jetzt schon gesehen. Ja. Ja. Und jetzt, wie gesagt, werden wir gleich gefüttert. Nam nam. Hungrig. So. Die erste Lage Futter ist mittlerweile angekommen, das sind die Pizzen und ja, sieht sehr lecker aus. Guck mal. Was? Was? Der erfindet die Pizzen. Achso, er erfindet die Pizzen. Da ist Bacon drauf. Bacon, 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 Bacon. Die Vegetarier. Bacon. Wer liebt Bacon nicht? So, wir sind umgezogen mittlerweile, wir sind jetzt mittlerweile im Motel One und wir lassen uns gerade die Gin-Karte bringen. Ich weiß zwar schon, was ich wahrscheinlich nehme, aber ein Blick schadet ja nie. Ja, Leute, das Beste an so einer Messe ist eigentlich immer so die Zeit nach der Messe, wenn wir alle noch mal so ganz gemütlich zusammensitzen mit den Leuten, die man wirklich mag, so, und ja, dann ist das einfach eine tolle Sache. Fehlen zwar noch einige, die leider dabei sind oder dabei sein können. So, gerade mal wurde ich unterbrochen, ich musste was bestellen. Schaut euch das an, was wir für eine illustre Runde hier haben. Wer hat schon bestellt? Tom Collins. Wer hat hier noch nicht bestellt? Also gut, bei dir. Das war's.